Und willkommen zurück zu Rustler. Wir machen direkt weiter mit Buddy und unseren Hauptquest in Vino Veritas. Wir haben ja unser neues Schwert Excalibur, müssen uns noch an Hör brechen und das große Turnier gewinnen. Melde dich für das Turnier an. Ja, ich habe zwar gerade nur einen Wagen, aber das Turnier ist ja zum Glück relativ nah. Bin gespannt. Also, was man von diesem Turnierplatz, das war knapp, schon gesehen hat. Es gibt ja auf jeden Fall Schwertkampf, damit geht's los. Deswegen haben wir ja auch Excalibur. Und hier, dieses Ding sah aus wie wie eine Arena. Ach Quatsch, was sage ich denn? Arena, Rennbahn. Also ich denke mal, ein Pferderennen, Schwertkampf, ja. Arg viel mehr Disziplin gibt's ja nicht. Okay. Gepunschter Alkohol. Ich suche den Kräuterkenner, der ist hier oben. Also wir werden wohl das Turnier nicht ganz auf ehrlichem Wege beschreiten, sondern eben ein bisschen mogeln. Ah ja, da war dieses Trebuchet-Ding. Ach, dieser Kontostand, der sieht nicht schön aus. So, theoretisch ist der ja jetzt hier irgendwo. Jetzt hat er einen Blinker, hä? Gut, Cards. Okay, zerbrechliches Zeug. Also müssen aufpassen. Versuche ihn nicht zu Schrott zu fahren. Ja, bei meinem Fahrstil, da sollte das ja kein Problem sein. Und so wie ich das Spiel jetzt einschätze, trinken wir selber auch davon. Ich könnte fast wetten. Dass wir selber davon uns auch ein Schlückchen genehmigen. Oh, da ist ein Hufeisen. Wie? 9 von 10, noch einen, dann gibt es wieder einen neuen Fähigkeitspunkt. Das ist doch schön. Finde und miete einen Baden. War da jetzt einer? Wahrscheinlich hier unten. Lauschen wir der Musik. Hallo. Piep, 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 piep. Okay, wir haben Baden, jetzt müssen wir damit die Wachen ablenken. Ich weiß aber noch nicht, wie das funktioniert, aber... Okay. Ja,
Ja. Hat der sich da selber jetzt auch eben mit? Ja, wie ich es mir gedacht habe, ne? Hol mal Bier. Steige auf ein sehr schweres Schwert und genieße ein wenig Trunkenheit am Steuer. Was? Überfahre ich sehr Roderick. Rammgeschwindigkeit. Und hier seine Fähigkeit zur Ablenkung von Bolzen auf die Probe stellen. Okay. Quest abgeschlossen. Ja, dann sind wir bereit fürs Turnier, würde ich sagen. Los geht's. Ich bin gespannt. Hack and Slash. Die erste Wettkampfdisziplin wird der Schwertkampf sein, wie wir gelernt haben. Und wir haben Excalibur. Was soll schon schief gehen? Alle kämpfen in Schwertduellen gegeneinander. Du musst 3 Kämpfe mit gelosten Gegnern gewinnen. Unsere schöne Prinzessin. Oh Gott, ich habe Angst. Dachte ich mir. Sir Roderick und Sir Guy. So, gleich haben wir. Sehr gut. Den ersten von 3 Kämpfen haben wir. Ich glaube, die sind noch ein bisschen betrunken. Was gut ist. Sir Herb. Nee, doch nicht. Schon. Und noch einen. Jawohl. Wir rücken auf die nächste Stufe des Turniers vor. Jawohl. Das sind Lanzenstrechen. Okay, eine gute Rüstung, noch besseres Pferd. Wir haben 2 Quests. Aber 2 Hauptquests quasi. Spontan würde ich jetzt sagen, wir fangen einfach, weil wir hier am Turnier sind, gleich mit dem Turnier hier weiter an. Sofern das Turnier ist. Auge des Pferdes. Ja.
Okay, reite zum Turniermeister. Warte mal, hier oben waren doch Pferde. Jetzt wohl nicht mehr. Aber am Rande der Welt. Naja, so am Rand ist das gar nicht. Hallo, Pferdchen. Pferdchen hier? Nein. Sieht nicht so aus, als ob es hier Pferde gibt. Ich weiß immer noch nicht, was uns das bringt, wenn wir die aufsammeln, aber wir tun's. Da ist ein Pferd. Hallo, Pferdi. Ja, ein Faulpelz. Entspannt. So, wir müssen einmal um den Felsen rum. Irgendwie steuert sich das komisch. Ich glaube, die haben wieder irgendwas in dem Patch geändert. Keine Ahnung. Fühlt sich seltsam an. So. Okay. Nähe dich dem Meister. Jetzt Karate Kid hier. Ja. Nein, du musst eins mit der Macht sein. Judah. Mitstecken. Okay. Okay, er hat eine Rüstung entworfen. Sei eins mit der Macht. Ach du Scheiße. Der war hier irgendwo. Jawohl. Ups. Sei ein Pferd. Zur Altstadtstraße, okay. Naja, hier die schöne Luke und Yoda-Referenz, ne? Bemühe mich. Nichts versuchen, nur handeln. Wir werden quasi von Meister Yoda trainiert. Das ist schön. Das freut einen als Star Wars Fan. Auf irgendeine Weise zumindest. So. Sind eins mit dem Pferd. Oh, Ketamin, sehr schön. Oh.
Alter. Okay. Auf zum Turniergelände. Da kenne ich mich wenigstens aus. Zumindest so ein bisschen. Was bist du? Ein Schild. Das haben wir ja noch. Kannst du da durchspringen? Nein, kannst du nicht. Ui. Turniergelände ist ja jetzt gleich hier oben. Warte mal, dann holen wir noch die Rüstung. Es war ja auch irgendwas mit Pferden und Lanzen. So. Es geht schon direkt los, was? Oh Gott. Lanzen stechen. Reite auf deinen Gegner zu, benutze die Maus, um zu zielen. Verwende Mistzüge, um zu zielen. Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe. Aber hat wohl funktioniert, ne? Also. Okay, jetzt haben wir hier auch diese Quest. Sehr schön. Damit haben wir die nächste Hürde in unserem Turnier geschafft. Sehr schön, ja? Und haben eine neue Nebenaktivität bekommen eben. Lanzenstechen. Haben ja hier auch noch zwei Rennen, die wir noch nicht gemacht haben. Das wird auf jeden Fall auch noch dran kommen. Und Buddy hat wahrscheinlich Neuigkeiten über Herb. Dementsprechend, falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da und ein Abo. Und vielen Dank fürs Zuschauen.